Hallo. Hallo, Eidosch. Hi. Erste Fahrt. Oh ja. Es ist jetzt echt nur ein bisschen. Wir fahren Low Boost. Wir wollen einfach nur gucken, wie er reagiert. Und was mich natürlich auch interessiert, wie ist das? Ja, ne? Also ich auch. Wie wird das Ganze jetzt miteinander so harmonieren oder nicht? Oder? Ja, das werden wir jetzt sehen. Oh, Motor ist warm. Und dann? Zweiter Gang. Na? Ey, die Reifen haben sich durchgedreht, Eidosch. Das habe ich gar nicht gemerkt. Echt jetzt? So. Zweite nochmal? Ja, bitte. Merkst du den Schub? Ja, habe ich gemerkt. Ab 3000. Ist es ab 3000 gewesen? Ja, ich habe es gemerkt gerade, auf jeden Fall. Boah, meinst du, soll ich noch ein bisschen so 5000? Also, ja, komm, jetzt nochmal. Bis wie viel? Eidosch! Boah, ey, der wollte noch mehr, also da würde mehr gehen. Ich hab bei 4.500 aufgehört, aber hast du gemerkt, wie er auf einmal kam? Oh, jetzt riecht's wieder komisch. Ja, das ist noch dieses Öl. Ja klar, da ist ja so ein bisschen was unterwegs noch wahrscheinlich. Aber es geht nicht aus, guck mal, wie der läuft. Der geht nicht aus, der läuft gut. Guck mal, erster Gang brauchen wir gar nicht beschleunigen. Ja. Zweite nochmal. Mach mal. Eidosch, das ist Low Boost. Ja, ja. Jetzt hier rechts, oder? Du hast es kribbelt in den Fingern, aber du bist dir nicht sicher, oder? Nein. Merk schon. Oh mein Gott. Ey, wie er nach 3.500 kommt. Das ist brutal. Cool, Anna. Du weißt gar nicht, hörst du ein Turbo, hörst du einen Kompressor? Ich kann das gar nicht einschätzen. Wo kommt das her? So, jetzt bitte. Zweite Gang. Mach's noch. Ah! Oh mein Gott! Eidosch. Jetzt riecht aber irgendwas ganz komisch. Ja. Was ist das? Da sind die Abgase, aber wir fahren mal jetzt chillig. Mach mal jetzt, komm. Ja, ja. Ja. Boah, das hat jetzt aber komisch gerochen. Puh. Das kann auch ein bisschen Kupplung sein. Ja, ich habe auch an Kupplung gerade gedacht. Ich habe hier Sitzheizung an. Boah, ich dachte, warum kommt so eine Hitze von unten auf einmal? Ja, ne, du hast hier voll Adrenalin-Hitze. Also ehrlich gesagt, ich hätte, weißt du, was ich jetzt eigentlich so gedacht hatte? Was denn? Dass der bestimmt ausgeht und Probleme macht. Nee, seit wir Verrugen gemacht haben, top. Richtig Hammer, also muss ich echt sagen. Hast du gut gemacht. Dankeschön, Eidosch. Hör ich doch gerne von dir. Wahnsinn, ey, wie der gerade gekommen ist, oder? Mal irgendwo ein Plastik oder so dran. Ja, ich hab auch noch nicht so vergessen. Was sagst du dazu? Er lässt sich so geil fahren. Riecht? Weil das riecht voll nach Plastik. Fahren den rein, machen den aus und dann. Ausgeatmet. Ach. Guck mal. Oh, guck mal, wie ist das da? Das Ding ist das. Oh, deine Windel! Das ist. Oh. Ja, das ist die Windel. Wir könnten noch locker ein Bar mehr fahren. Wichtig ist, es geht nicht aus. Dein Popo. Meins! Sag, wie viel PS haben wir? Ich weiß, ich habe mich volle Kanne durchgedrückt. Erst wurde richtig der Turbo gekommen, ist jedes Mal, habe ich immer aufgehört. Aber sag mal, was denkst du, wie viel PS wir haben? Vorher 314 war das, oder? 314, genau.
mit dem vierten Gemäß. Ich kann es dir nicht sagen. Dafür müsste ich so eine Fahrt mal mitmachen, wo alles perfekt sitzt und wir dann wirklich richtig beschleunigen können, ohne so vorsichtig zu sein. Ja, aber jetzt aber diese vorsichtig. Beschleunigung aber. Aber das hier jetzt direkt so vom zweiten, sag mal. Ein bisschen mehr als für 314 definitiv. Ich würde schon auf 350 definitiv also gehen. Also ich sag, wir haben auf jeden Fall locker die 400. Ich konnte jetzt nicht, ich muss ja echt... Irgendwo habe ich das Gefühl, ey, es könnte was passieren. Ja, ich habe es schon aber gemerkt. Irgendwie will ich diesen Druck spüren. Ja, ja. Und irgendwie will ich doch nicht drücken, so. Und ne? Dann brennt noch dein Popo hier wegen der Sitzheizung. Okay, gerade habe ich Panik geschoben, ehrlich. Ey, geil. Also wir werden den so einmal messen. Was passiert bei Middle Boost und High Boost? Da, High, es gibt nur Low und High. Mehr gibt es nicht. Middle gibt es nicht. Ja. Also dein Popometer sagt 400. Ich sag 400. Ich sag 350. Also man merkt, dass irgendwas... am Anfang schon da ist. Mhm. Und dieser Kompressor, der drückt den ja schon mit 0,5 Bar und der wird ja mit der Drehzahl noch ein bisschen mehr Ladedruck und das merkst du direkt auch beim Turbo. Dann hast du auf einmal aber ganz krassen Turbodruck. Das ist nicht normal. Weißt du, was er mich erinnert? An meinem S3. Genau diesen gleichen Druck. Und bei S3 war 600 PS. So viel? Ja, wir haben es nur nie gemessen, aber ich sag mal 600. Also ist ja so wie der Popometer. Ja, 500, 600 PS. So. Und er hat genau die gleiche Beschleunigung. Geil. Kompressor eingebaut habe, plus den Ladeluftkühler irgendwann. Ja. Ich habe immer gesagt, Leute, ich werde da ein hast du das auch Turbo gesagt? Einbauen. Die habe ich dir auch gesagt. Ich, ja. Genau, beides zusammen geht nicht, weil die Luftmasse nicht reicht. Aber hast du es gerade gemerkt? Ja. Wenn er so beschleunigt bei allen 5 Gängen, Alter, den brauche ich doch gar nicht. Ja. Weißt du? Das Wichtigste ist, harmoniert. Das und ist es so. Es ist einfach geiler als ein Turbo. Beim Turbo hast du diesen riesen Loch. Hier hast du kein Loch. Hier fängt das direkt schon an. Also ich bin mal gespannt auf die Leistungsmessung. Bis zum Motorschaden vielleicht. Oh. Weil ich bin mir sicher, dass wir Anfang an sehr schnell sehr hohen Drehmoment haben. Und dann geht das quasi hoch. Ja. Geil. Aidosch, ich bin happy. Ready? So. Wie war's? Brutal, ja. Brutal, ja. Also Ivo ist so ein bisschen emotionslos. Brutal, ja. Naja, der geht schon mehr ab. Also der drückt schon voll nach hinten. So. Ey Leute, jetzt denkt nicht, dass ich hier irgendwie voll reinhaue oder so. Ich beschleunige nur bis 60, Alter. Bitte. Nicht, dass ihr denkt, hier, ich assi verhalten und fahre hier. Voll schnell oder so, das mache ich nicht, das ist ja klar. Nur mit dem zweiten so ganz leicht von 30 auf 60. Ready? Ja. Der hat auf jeden Fall viel mehr Leistung als davor. Was ist das? Da spielt man direkt. Ja. Ey, ist doch geil. Ich habe den, glaube ich, jetzt das erste Mal 5.500 hochgejagt. Bis 5.000. So, ich muss schon sagen, das Ding lässt sich richtig geil fahren. Jetzt sag mal, Ivo. Vor dem Umbau sind wir extra damit nochmal gefahren. Ja. Und jetzt meine Frage. Also, war vorher besser oder jetzt besser? Jetzt 100%. Beschleunigt der gut, aber danach kommt noch, wenn der Turbo noch kommt, so ein Punch. Ja. Ist auf jeden Fall viel schneller. So für eine kleine gewisse Zeit ist das auf jeden Fall sehr schnell. Das gefällt mir schon. Ja, also das ist dieses typische Turbo, was dann irgendwann kommt. Du musst dir ja vorstellen, Kompressor ist ja am Anfang an schon da. Ja. Ist aber verstärkt durch den Turbolader schon. Ja. Das heißt, wir haben viel mehr Druck als diese 0,5 Bar. Und danach kommt der Turbolader ab 3.500. Also du musst dir vorstellen, wir haben noch 2.000, was wir noch besteuern könnten. Und das haben wir nicht gemacht. Ja, aber das hat schon gereicht, finde ich. Das hat gereicht, so. Also das ist ja echt so, ne? Das ist von Anfang an dieses typische Kompressor und danach Patsch von einem Turbo. Das kann ich euch nicht beschreiben, Leute. Das müsst ihr erleben. Es macht Spaß. Und wir fahren Low Boost. Das ist das Geile. Und wenn wir 2 Bar fahren, das müsst ihr ja... richtig krank sein. Das Ganze harmoniert.
Wir werden das Ganze auf jeden Fall noch verfeinern. Ich kann euch nur so viel sagen, das Ding fängt gerade jetzt an. Wir werden das immer und immer und immer verbessern, bis wir sagen, das Ding ist perfekt und dann gehen wir auf die Rolle. Und dann bin ich mal gespannt, was das Ding an Leistung hat. Das wird geil. Aber Leistung interessiert mich nicht, weil wenn ihr das nur spüren könntet, was ich hier gespüre, dann würdet ihr mich verstehen. So, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich liked. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ivo, Dankeschön, mein Lieber. Ich danke.